Servus, liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei uns reinschaut. Kastanienzeit, und da wollen wir natürlich etwas machen. Und zwar, bevor die Kastanien bei euch alle Füße kriegen und sich irgendwo im Haus oder Wohnung verteilen, das ist doch das Beste, ihr bastelt daraus was, und was noch fieser ist, ihr verschenkt diese Basteleien. Dann habt ihr die Kastanien endgültig aus dem Haus. Alles, was ihr zu unserer heutigen Bastelei braucht, wir basteln uns heute einen lustigen Hasen aus Kastanien, das sind zwei so Eissteckerl, also die hat jemand schon mal im Mund gehabt sozusagen, unterschiedlich große Kastanien, Klebestift, entweder Multitool oder ein Taschenmesser mit Aale, Stechdorn und Klinge und so Konfettis, wie man es aus dem Locher kennt. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Zuerst zerschnippeln wir einen Eissteckerl in der Mitte. Mit der großen Klinge spitzen wir das halbierte Eisstöckchen an einem Ende zu. Das wären dann später die Ohren vom Hasen, die steckt man einfach rein. Und weil der Hase bekanntlicherweise zwei Ohren hat, brauchen wir zwei solche Teile. Das ist ratzfatz gemacht, ihr seht es selber. Das nächste Eisstückchen habe ich jetzt gedrittelt. Das wären die Läufe vom Hasen. Auch die spitzen wir zu, dass wir es später in die Kastanie schön reinstecken können. Und zwar spitzen wir nur die beiden Drittel an, die unten am Ende rund sind. Das andere Teil bewahren wir uns auf, da wird nicht jetzt dann der Hals draus gebastelt. Wir spalten das einmal kurz und spitzen das oben und unten an, damit wir die beiden Kastanien damit verbinden können, und dann müssen wir das Ganze eigentlich nur noch zusammensetzen. Die Klinge kann ich jetzt schon einklappen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt geht es darum, dass wir den Hasen seinen Körper zusammenbauen. Damit das Ganze stabil ist, ihr wisst ja selber, so eine Kastanie ist ja rund und kugelt deswegen gut umeinander, machen wir hier unten zwei Löcher rein mit der Aale, mit dem Stechdorn, und schon hat der Hase seine Läufe. Als nächstes bekommt der Hase seinen Kopf. Dazu bohren wir in die untere Kastanie ein Loch und in die spätere Kopfkastanie bohren wir auch ein Loch mit der Aale. Das Ganze verbinden wir jetzt mit diesem Spieß, den wir uns gerade vorbereitet haben. Bevor wir den Kopf jetzt aufstecken, basteln wir schon mal die Ohren vom Hasen ran. Auch dazu wieder zwei Löcher in die kleine Kastanie und die Ohren reinmontiert. Bitteschön! So, ihr seht, der Hase nimmt immer mehr Form an. Ich stecke den jetzt einfach drauf und er ist so gut wie fertig. So, und jetzt kommt noch die Aufgabe, die ich am meisten liebe, die Konfettis festkleben. Das seht ihr selber, fertig ist unser Hase. Ich verspreche euch, wir werden dieses Jahr im Herbst noch weitere Basteleien für euch machen. Seht selber, in nicht mal 5 Minuten ist mit den Kindern sowas gebastelt. Das könnt ihr bei einer Wanderung machen unterwegs. Ihr könnt es auch machen bei einem Kindergeburtstag. Dann bringen die Kinder so einen lustigen Kastanienhasen mit heim und ihr habt ein paar Kastanien weniger zu Hause. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei uns reinschaut bei kinderautor.de. Wir sind das Original. Wir sind wirklich draußen mit den Kindern und wir basteln wirklich selbst und machen hier nichts nach. Das überlassen wir anderen. Aber auf die Seiten von denen schaut ihr zum Glück eh nicht. Macht es gut, ich freue mich, wenn ihr wieder bei kinderautor.de reinschaut. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft unseren tollen YouTube-Kanal abonnieren, auf dem wir regelmäßig, unregelmäßig etwas veröffentlichen. Macht es gut, bis dahin, pfiat euch einen schönen Herbst, servus, euer Uli.